Es scheint so, als hätten wir einen Verräter in unserem Dorf. Welches Versprechen schuldet Malle dem Mystery? Und kann man ihm wirklich noch trauen? Hallöchen, meine lieben Nerdsgeeks und Gamer, und damit herzlich willkommen zurück zu City War Nation. Yay. Mit dabei auch der Double liebe Time. Stormy LP. Hey, hey. Und der liebe Zap. Zap. Der jetzt schon wieder Lachflash hat. So, ihr Gummibären, wollen wir draufjoinen? Lachen ist gesund. So, ich hau jetzt noch mal ein paar Tränke rein. Guck mal, es ist schon wieder Nacht. Ja. Jedes Mal, wenn ich auf diesem Server raufkomme, ist Nacht. Kann es sein, dass es an diesem komischen Plugin oder so liegt? Oder? Ist das irgendwie geplant von Mystery? Ist das Teil des Fluches, dass jedes Mal, wenn wir raufkommen, Nacht ist? Wir sind die Nachtwölfe. Der hat bestimmt so ein Command eingefügt, von wegen, jedes Mal, wenn jemand auf den Server kommt, ist Nacht. Ich wette es. So, wollen wir mal gucken, ob was in der Mobfalle jetzt ist? Ich will. Nicht, wenn ich zuerst da bin. What the fuck? Was geht ab bei euch? Wir haben das war falsch. Wir haben echt keine Gastränen mehr, ne? Das ist voll kacke. Ja, das ist halt auch scheiße, weißt du? Du schießt die ab. Ja, muss erstmal 10 Kilometer hinterherlaufen. Ja. Ich mache jetzt erstmal Heiltränke. Ich glaube, die sind ein bisschen wichtiger als Unsichtbarkeitstränke, oder? Boah, die Mobfalle ist so voll. Echt? Hier leckt alles. Also nicht. Nein. Stimmt, nicht mal ein Mob. Nicht ein Mob. Nee. Ja gut, jetzt sind wir auch gerade erst auf den Server gekommen. Jetzt muss er erstmal spawnen, ne? Ist da gar nichts? Ja. Warte, nein, ich ich guck mal, ob hier drin vielleicht was gespawnt ist. Nee, hier drin ist auch nichts gespawnt. Ich glaube, wir können hier ganz beruhigt im Dunkeln sogar bauen. Mysteriös. Das ist merkwürdig. Mysteriös. Mysteriös. Das Beste, während der Nacht ist die Spawnrate einfach extrem hoch. Ja. Und dann mal hier unten, wenn du mal eine Monsterfalle baust, da kommt gar nichts, Alter. Gar nichts. Tja. Ein schwarzer Bildschirm. Es ist ärgerlich, vor allem, weil es dann alles umsonst war. Wahrscheinlich. Ja. Ich hoffe es nicht. Das Problem ist auch halt, dass man nach jeder Folge den Server verlassen muss. Das ist, man hat keine Chance, dass da wirklich Viecher spawnen. Nee. Also keine lange Obwohl Chance. Eigentlich sollten ja die Chunks geladen sein, weil wenn die Chunks nicht geladen wären, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weißt du, dann, du sagst, Monsterfall ist leer. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster zwischen den Brauständen und sehe da erstmal einen schönen Creeper schwimmen. Mist. Okay. Ah, Zombies! Hier sind Zombies! Ja! Endlich! Und ein Creeper! Yes! Yeah. Rein mit dir! Und ich geh farmen und ich baue dich ein! Kommt da viel oder was? Oh scheiße, nee. Boah. Ich brauche eine zweite Kiste. Ich geh mal nach unten. Mach das. Die Kiste mit den Heiltränken ist voll. Ich baue hier noch ein bisschen. Ist hier Alter, hier unten ist echt viel jetzt schon. Ja, farm du mal den Kram. Ich schub sie dann immer von hier oben rein, wenn mal was kommt. Ey, da ist aber... Man muss einfach mal ein bisschen da bleiben. Ja. So, Potion of Strength, Potion of Weakness, Potion of Swiftness und Potion of Swiftness. Ich habe eine Idee. So. Welche denn? Das werdet ihr gleich sehen. Er will dich töten. Siehst du? Nein! Ich werde meine Spitzhacke in deinen Kopf jagen. So. Moment, irgendwie, ich muss hier gerade ein bisschen hin und her schieben. Was ist? Ja, also ich würde sagen, die Truhe ist definitiv voll. Was willst du machen? Mit Tränken. Ich komme jetzt erstmal wieder raus. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Levels gefangen habe. Ich werde da der abwarten. Nein. Ich wäre fast gestorben. Was regelt ihr da?
Er hat sich so über das Loch bei der Monsterfalle gebaut, gell? Weil komm wir gerade so im Inneren sind. Und ich baue einfach so unter ihm ab und er fällt so in die Monsterfalle nach unten. Guck mal her. Boah, jetzt sehe ich hier... Splash Potion of Healing. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr, ne, wegen dem... Werkzeuge? So, so. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr, weil hinter mir krass die Sonne reinscheint. LOL! Ich habe meine Spitzhacke schon wieder. Jalousien runtergemacht. Boah, Alter, warte mal. Ich muss da kurz her. Ich habe schon wieder meine Spitzhacke gehabt. Das ist irgendwie... Hier ist ein Power 2 Bogen. Jetzt kann meinetwegen wieder Nacht sein. Ich möchte farmen. Was wir aber auch nochmal machen könnten, ich habe nämlich keine Ahnung, wo unser ganzes Weizen abgeblieben ist. So, ey, Alter. Nee, aber an sich können wir wirklich, damit die Viecher auch in die Mitte kommen, wie ich das gerade vorhatte, so einen kleinen, soll ich das sagen? Ja. Ja. Und so, ne? Versteht ihr mich schon? Ich weiß das. Ja, genau. Da läuft ein Skelett bei uns auf der Mauer. Nee, halt in der Mitte halt so ein kleiner kleinen Block, wo man halt draufstehen kann. So, ach dass so. Die halt auch wirklich in die Mitte kommen. Ich vermehr mal unsere Kühe. Ach so. Aber dann stehen die wahrscheinlich hier so krass rum und gehen nicht runter. Level. Müsste man. Man könnte auch hier ja einen einzelnen Block machen, wo die halt drauf spawnen. Ja, das Problem ist dann einfach nur, wenn da auch. Ja, genau, das meine ich ja damit. Habe ich ja gerade versucht. Weißt du? Und das Problem ist aber einfach nur, wenn halt Skelette spawnen, dass sie dich dann da runterschießen. Deswegen müssen wir dann irgendwie das so machen, dass dann Halfstats drumherum sind. Wieso? Damit die dich sehen, aber dich nicht runterschießen. Ach so, du meinst, dass du da drauf stehst? Genau, genau. Ich dachte, das, weißt du, weil auf dem einen Block, da spawnen bestimmt jetzt 5 Skelette oder so drauf. Nein, nein. Nein! Nein! Du musst sterben! Muss ich gar los. Nicht. Also ich gehe mal raus, ne? Jo. Überlass die Drecksarbeit euch. Ja, ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich hab jetzt auch keine mehr, scheiße. Deswegen bin ich doch eigentlich nach oben gegangen. Es ist Tag, es ist Tag. Ja. Ha, erster. Niemals. Ich überlege gerade, soll ich mir jetzt eine neue Spitzhacke machen, damit ich da unten jetzt den Spawning Ground... Wieso haben wir einen Wither-Skelett-Kopf hier? Das habe ich getötet. Wir könnten Wither... Wir könnten einen Wither spawnen. Könnten wir, ja. Ey, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Ich würde jetzt gerne, dass Nacht ist und, Alter, wir haben Creeper auf unserer Burg. Jo, wahrscheinlich. Ich würde jetzt gerne nachts draußen irgendwo rumlaufen, ein paar Levels farmen. Ja, ich auch. Wiederum, wir könnten uns auch einen Dungeon in der Hölle widmen. Das können wir auch. Ja, es gibt nämlich noch ein übriges. Okay. Was der Mystery gesagt hat, dass... Er das extra für uns übrig gelassen hat, mit viel Liebe. Also werden wir sterben? Nee, ja, also ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass er das wegen mit dem Sterben geplant hat. Ich schmeiße mal ein paar Ofenkartoffeln rein. Aber wir haben keine Magma-Creme, oder? Doch, haben wir. Ich mach mal kurz Feuerresistenz-Trinke. Dann könnten wir jetzt gleich in die Hölle gehen und dann können wir auch in Lava schwimmen. Das wäre nicht schlecht. Mein Lord. Ich bin irgendwie voll der Tränkemaster hier geworden. Frag Bambi, die kann sehr gut in Lava schwimmen. Seit Mihawa. Ja. Weil dann rüste ich mich hier einfach mal ein bisschen für die Hölle aus. Das brauchen wir, genau. Ich weiß nicht, soll ich meine fette Rüstung anziehen? Nee, oder? Auf keinen Fall. Weil hier ist nur noch Scheiße drin. Die ist halt alles hier fast kaputt in den Truhen. Ja, ich weiß aber nicht, aber ich glaube nicht, dass ich mit einem Prinzessinnen-Outfit in den Meter sollte. Ja gut, du könntest dir ruhig schon eine ganze Eisenrüstung machen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt deine, die du für den Krieg vorbereitest, nehmen. Ja du, das war eh nur hier Schutz 1 drauf. Ja gut. Also ich zieh die jetzt einfach an und lass den Dia-Brustpanzer aus. Aber einen Vorteil hatte das ja, dass du Mystery einen Gefallen schuldest, so gesehen. Du hast deine Ausrüstung wieder.
Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist, das... Fire Charger? Das sind das gar keine Magma-Creme-Dinger. Für dich vielleicht. Du. Aber cool. Für uns vielleicht nicht. Das ist gar kein Magma-Creme, das ist Fire Charger. Was sollen wir damit? Fire Chargen? Ich glaube, das ist doch wie... Das wirkt doch wie ein Feuerzeug, oder nicht? Weiß es nicht. Ja, tut es. Scheiße. Das heißt, wir können nicht in die Hölle. Doch, wir können schon in die Hölle. Wir dürfen dann nur nicht in Lava rein. Haben wir Looting-Schwert? Nee, ne? Ich glaube, das wird schwierig. So, ich nehme jetzt mal ein paar Netherracks mit. Ich gehe jetzt definitiv in die Hölle. So. Ja, okay. Kalt. Ich brauche. I go with you. Potion. Splash Potion of Swiftness. 1:07, aber dafür Speed 2. Kommt mal alle her. Dann hauen wir uns gegenseitig damit voll. Schärfe. Yay. Bitte lauft mir alle hinterher. Okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, okay, mein Führer, aber das klingt ein bisschen falsch. Also mein Reiseführer. So, alle auf dem Haufen. Und auf geht's. Yeah. Ja! 50 Woohoo. Sekunden! Alle Stormy hinterher! Schnell in die Hölle! Auch wenn wir dabei vielleicht sterben werden. Yo. YOLO. Ja gut, Scheiße, was? Außer ich. Achtung, Hölle. Hölle. Was denn jetzt? Hölle. Eiskalt. Verbraucht man mehr Essen, wenn man Speed hat? Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon die Hälfte verloren. Ja. Ja, ich auch. Au. Oh, ich habe sowieso nur 2 Kartoffeln mitgenommen. Au. 2? Ich kann dir ein bisschen was geben. 2 ist nichts. Das ist ein bisschen arg wenig. Ja, ich habe gerade erst wieder welche im Ofen reingehauen. Ja, und ich habe die alle rausgenommen. Du, da in der Kiste lagen noch fast 60 Stück. Oh Mann, jetzt geh mal hier weg. Also mein... Oh, Entschuldigung. Mein Speed ist schon weg. Krieg. Was regelt ihr da? Also mein Speed ist futsch. Er schlägt mich so aus Versehen mit dem Schwert, ne? Fuck, ich hab keinen Bogen mitgenommen. Hat wer einen Bogen? Ja. Sehr gut. Für die Ghasts. Wenn wir nicht Ghast gekühlt kriegen, dann... Gekühlt. Gegrillt. Moment. Gut, dass wir gerade hier beim Friedhof sind. Und zwar ein Zuschauer hatte mir vor Ewigkeiten mal geschrieben, dass ich doch mal mein Grab aufschaufeln sollte. Denn darunter sollte was versteckt sein. Mystery hat das nicht in einer Folge gemacht, soweit ich weiß. Aber er hatte recht, es ist wirklich was darunter versteckt. Ein Knochen mit 4 Holz. Okay, einfach nur damit ich das jetzt auch mal gemacht habe. Willst du auch gucken? Zum Wohle der Zuschauer, die sich vor dem Bildschirm. Will nicht in deinem Grab rumwühlen. Also, nicht schlecht. Ich glaube, das war sogar der Frank, der das in den Kommentaren mal geschrieben hatte, dass ich doch bitte nochmal zum Friedhof gehen sollte. Vor Ewigkeiten schon. Dass doch eventuell in meinem Grab vielleicht noch was drinnen liegen könnte. Und er hatte wirklich tatsächlich recht gehabt. Mystery hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es wirklich was darunter versteckt war. Okay. Ich bin erster tot. Nicht, wenn ich die mit dem Bogen erwische. Mein Grab hat mich gerade abgelenkt, sorry. Und guck genau jetzt, wo wir wieder gehen. Ist Nacht. Moment. You don't have permission. Sollen wir die Nacht hier in der Wüste nutzen, um Monster zu killen? Bevor wir in die Hölle gehen? Das können wir gerne tun. Sehr gut. Bräuchte vielleicht mal eben ein Happen essen. Aber bitte nicht sterben, Stormy. Nein. Warte. Malle? Habt ihr genug zum Essen? Ich hab 17 Kartoffeln jetzt noch. Ich habe jetzt 7. Ich kann dir auch noch ein paar geben. Es spawnt hier einfach gar nichts. Ach. Ich geh mal rüber. Warte, komm mal. Ich glaub, das sollte erstmal reichen. Yay! Ich geh mal rüber in die Wüste. Ich booste dich! Au! Aber doch nicht mit dem Bogen! Was war's? Das tut doch weh! Ey, du! Ey! Monster! Ey! Ich booste dich mit First Blood! Ah. Mobs! Meine! Enderman! Meiner! Ja, kannst du haben. Hühnchen! Bender-Man! Oh. Ich hab Hühnchen getötet. Bin ich jetzt ein böser Mensch? Nein, du bist der beste Mensch der Welt.
Hühnchen muss sogar, man töten. Kriegst sogar eine Auszeichnung. Oh, ja. Creeper, ich hab Angst vor euch. Kriegst ein Achievement. Guck mal, hier hängt von, das, die Kuh hängt hier. Official World Records. Alter, was ist hier denn los mit denen? Alter, guckt euch das mal an. Alter, 5, 6, oh, sorry. Nein, keine Enderperle. Aber ich hab hier noch einen Enderman. Alter, Vorsicht, Creeper hinter dir. Fuck. 500 Stück. Enderman ist tot. Ach, Alter, was geht? Und alles andere auch. Was, ist der Creeper explodiert? Einer? Da waren mal eben, keine Ahnung. Boah, das war eine Action. Monsterhorde. Aber die Kuh, die steht da echt am Abgrund. Ich glaube, die will Suizid begehen. Ich glaube, die ist Teil des Fluches. die symbolisiert unser Leben. Die symbolisiert deinen Grabstein von dem Creeper hier. Oh. Wahrscheinlich. Aber die stand schon in der Folge da, wo ich gestorben bin. Ey, ich back hier gerade am Sand fest. Oh. Aua! Entschuldigung! Mann, ich hab noch einen Halt. Du bist mir da voll reingerannt. Also ich baue mich mal ein, Leute. Weißt du, was witzig wäre, wenn Sepp einfach mal sterben würde? Ja. Hallo, ich hab null Tode, Männer. Das bleibt so. Hoffentlich. Sicher? Ich weiß, ich werde verfolgt gerade von 10 Millionen Zombies. Okay, 2. Mein XP! Aua! Das war eine Spitzhacke im Nacken. Ich hab fast keine Herzen. Hexe! Mehr, Mann. Hexe? Mistviech. Und mein down, XP. Down. Alter, voll der Killstealer hier. Oh, noch eine Hexe. Die hol ich mir. Okay, da ist ein Skelett in der Nähe. Hallo, Hühnchen. Hexen sind ja nicht so deine Freunde. Nein, eigentlich nicht, aber. Du. Oh, das sind zwei! Alle heute. Und Creeper! Heute schon wieder Survival Games gespielt, ne, und richtig abgegangen. Ah, fuck, ich bin vergiftet. Richtig. Nee, doch nicht. Hey, was zweimal hat... Zweimal Zweier-Team rasiert. Läuft. Aua. Was geht hier ab, Alter? Hau ab mit deinen scheiß Tränken. Oh, was hab ich denn jetzt gekriegt? Aua. Okay, scheiße. Ich glaube, ich baue mich auch mal kurz ein. Fuck, Mann. Hilfe. Bei dem Turm. Warte, beim Turm bin ich auch, aber ich komme gerade mit Enderman, gell? Noch eine Hexe, fuck! Ich geh in den Turm, ich hab Slowness Alter, gekriegt. Der portet sich immer weg, sobald... Oh, der ist bei mir. Er ist so, an mir vorbei. Nicht. Achtung, hinter dir. Wow, Vorsicht. Boah, jetzt kann ich kurz essen. Wow. Alter, ich wurde verfolgt von ein paar Zombies, ein paar Skeletten und eine Hexe. Und wurde vergiftet nebenbei. Da vorne sind noch zwei Hexen. Aua. Oh, Creeper. Ich hab nur noch halbes Leben. Mein XP. Oh, scheiße, die sind am Kaktus kaputt gegangen. Einziger Nachteil aller Wüste. Aber sie haben Glowstone und Redstone und Glasflaschen. Aua. Total der epische Loot. Weißt du, guck mal. Wir brauchen eine Wüste bei uns vor der Tür. Da brauchen wir keine Monsterfalle. Ja. Schau. Die bringt eigentlich viel, viel mehr. Eine Wüste, ne? Ja. Egal, dann ist es unser Schutzbunker. Hilft gegen radioaktive Strahlung. Genau. Vielleicht auch gegen den Fluch. Autsch! Wer weiß, wenn wir uns beim Kuhfinale da drin verstecken, dann... passiert uns nichts. Da bin ich fester Überzeugung. Aber nachts so eine riesige offene Fläche ist eigentlich echt viel geiler als... Oh. Ja. Oh, hier ist Hollywood. Macht auch viel mehr Spaß. Ja. Ja gut, kostet jede Menge Essen, aber... Ja, gut. Bist bei Hollywood? Wo seid denn ihr gerade? Ich bin immer noch bei dem Turm da in der Nähe. Ja, okay, ich bin jetzt direkt bei dem Turm. Zombie! Skelett mit Rüstung. Oh, diese mies. Ey, der hat Eisen gedroppt. A la Juhu. Wow! Was Luftangriff. Von der Spinne. Oh nein, Hexe. Fick dich, hau ab. Die Hexe ist nur am Hacken. Hey, ich hab ein Kettenhemd gekriegt. Nice. Boah, was ist denn hier draußen los? Juch, Alter, was geht hier ab? Junge, Zombie-Armee! Ich bin jetzt gerade mal Level 16. Also Monster bringen echt nicht so viel, ne? Aua, hör auf. Ich bin jetzt gerade Level... Ne, ich bin Level 12 jetzt. Und ich bin mit 0 hergekommen. Alter, was geht hier ab? Ich bin, glaube ich, mit 4 hierher gekommen. Was geht hier ab? Junge! Also diesmal Action bei jedem auf dem Kanal. Mann, oh mein. Wow, da kommt noch mal so eine ganze Herde, Alter. Oh, kurz Level 24 gegönnt. Jo, Digga. Die volle Ladung Action mit Wolfsbach. Yeah. Oh, Enderman.
die besten Folgen Minecraft hier auf unserem Kanal. Verdammt! Wenn der mich einmal anhittet, ne, dann... Ah, sehr gut. Aber die besten PvP-Spieler. Apropos, wir müssen unbedingt PvP trainieren. Ja. Adje. Ja, lass mal nachher noch eine Runde Survival Games zocken. Oder ne? Bad Wars. Ja, aber Bad Wars ist nicht so... Da kommt es eher aufs Equipment an. Ja. Ja gut, aber ist auch PvP. Ja, gut. Ah, auf jeden Fall können wir nachher mal ein bisschen Minispielen, ja. Minispiele spielen. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Nacht irgendwie ewig vorkommt? Ja. Wir sind jetzt schon, sieben Minuten in der Nacht, glaube ich. Das ist gut, aber nicht schön. Irgendwo ist ein Creeper explodiert. Ja, bei mir. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Wow, 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 so wie die beiden hier. Piss dich, du Homo Sapien. Was, du meinst mich? Jawohl, Level ja. 26 gegönnt hier, Alter. 26? Naja. Ich bin jetzt 15. Aber. Alter, mein Ziel wäre jetzt noch eigentlich in der Folge schön Level 30, aber ich denke, das schaffe ich. Das wird nichts. Ich bin jetzt erst Level 18. Weil die Mobs, die bringen echt wenig eigentlich. Ja. Bam! Ich meine, in so einer Monsterfalle, wo man auf einer Stelle steht und einfach nur zuschlägt, ist es ziemlich schnell. Eskalieren! Aua! Okay, Entschuldige. Alter, die Zombies, ey. Alle sind hier. Wer fightet da hinten? Au! Ich glaube, ich und Malle sind auf demselben Haufen. Oder bist du das hier bei mir? Ich bin hier hinten. Ich habe fast keine Rüstung mehr, Alter. Ich glaube, meine Rüstung ist... Alter, die ist auch fast im Arsch. Mein Brustpanzer vor allem. Alter, wie schnell gehen hier die... Boah, hier ist schon wieder Zombie-Armee! Nein! Ich glaube, wir sind hier an der falschen Stelle, Malle. Meinst du das? Ja, wenn er die ganze Zeit davon Zombie-Armeen spricht... Ja, du bist hier fast direkt neben mir, ne? Oder irgendjemand war hier. Ach, da bist du. Nee, das ist ein Skelett. Guck mal, so habe ich dich in Erinnerung. Wie ein Skelett. Ach es ja, Malle wie ein Arschgesicht. Halt, stopp. Das fand ich jetzt nicht nett. So wie dein Skin aussah, Alter. Das ist Malle. Und da hinten ist Stormy. Ich hab grad einen Creeper gekillt. Ich bin Level 21 jetzt. Mein Creeper. What the fuck? Wieso ist dunkel? Mein EP! Ey, es ist Schlechtwetter. Jetzt spawnen noch länger Monster. Yay! Ich hab den Regen. Zombie-Armee! Naja. Ich glaube, ich bin an der falschen Stelle. Aua. Ja, irgendwie, selbst dass ich, wenn ich hier in der Wüste bin, zeigt mein Shader mir nassen Boden an. Zombie. Ich hab hier den Shader gerade mal aus beim Mobs farm, weil die FPS irgendwie bei mir gerade rar sind. Ich habe immer noch 50. 50 bis 60. Aber ich glaube, 21. Ich glaube, das war's. Ich bin jetzt Level 22. Ich bin jetzt Level 28, also ich. Nein! Ich hab den Regen aus, von dem her sehe ich ja gar nicht. Ja, hier in der Wüste regnet's ja auch nicht. Okay, die Kuh steht da immer noch stumm vor der Lava. Wenn die weiterhin steht, ist sie gar. Also jetzt spawnt gerade nichts. Nee, irgendwie nicht, aber die Reste, die überleben. So, meine Ofenkartoffeln, die für Nether waren, sind jetzt auf. Ich habe auch nur noch 8. Ich glaube, wir gehen dann in der nächsten Folge erstmal zurück, bevor wir in den Nether gehen, oder? Ja. Ja. Da ist ein Zombie, aber der brennt. Der brennt hier vor sich hin. Meine Knie! Ja. Skeleton, das dann ist. Dann würde ich sagen, treffen wir uns nochmal. Zum Folgenende. Beim Tower. Ja, ich gehe hier schon mal so auf den Berg Richtung Friedensinsel. Damit ich gleich alles in Sicht habe. Oh, Creeper. Warum? Ich glaube, ich weiß nicht, wo das ist. War das irgendeine Quest oder so? Hier sind mega viele Redstone-Fackeln und so weiter. Oh, wer steht denn da oben auf dem Berg? Ich. Hi. Hier hinten ist auch die Friedensinsel. Ah, okay. Eine Workbench und so. Hä? Was ist das hier? Ich hab Angst, das aufzumachen. Hier sind Alter, vier... hier hat jemand fett weggesprengt, ey. Aber ich hab grad die Kakteen mit Creepern guck mal, verwechselt. Ich hab hier oben was gefunden. Haust du die ganze Zeit auf die Kakteen ein? Da oben? Ja. Ja, ich bin also unterwegs. Es ist zwar alles leer, aber hier war mal was. Da vorne waren auch hier Reds und Fackeln und so weiter. Hey, guck mal hier. Okay. Es ist zwar alles leer, aber... Komm ich nicht mehr raus. Ja, gut, dann würde ich sagen, actionreiche Folge auf jeden Fall. Ja. Ich muss niesen. Ei. Läuft bei mir. Ich habe den Knopf mitgenommen. Warum habe ich den Knopf mit? Habe ich aber auch. Ah, mein Knopf.
mein Knopf hier. Ey, du hast meinen Knopf eingesammelt. Uhaha. Mein Knopf. Warte, hier. Ah, guck mal, da hast du mir einen Zahn ausgeschlagen. Blume des Todes. Das ist Löwenzahn. Du hast eine Löwenzahnallergie, das weiß ich. Ja, deswegen habe ich den Zahn ja auch gerade ausgespuckt, also in Form eines Knopfes. Ach so. Guck mal, wenn man die schlägt, hört er auf. Jetzt rastet er aus, jetzt rastet er aus. Amok! Pfeil! Amok! Ich hab einen Pfeil und ich zögere nicht, ihn anzusetzen. Ja, ich hab auch einen Pfeil, hier. Ich ergebe mich. Ich töte dich mit dem Pfeil. Ich hab einen gespannten Bogen. Schlag nicht meinen Teamkollegen, ja, sonst gibt's aufs Maul hier. Die Rache für die Wichse vorhin. Ja! Ach, ich steinige dich. Oh Mann, ey. Tja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut auf den Kanälen von den beiden Vollidioten hier vorbei. Und ja. Warte. Jetzt kriegt ihr nochmal eine Spitzhacke auf den Kopf und dann. Ah! So! Ja, ich left jetzt auch mal. Lasst eine Bewertung da und schaut bei den anderen Kanälen vorbei und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Y. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was für eine Folge. Ach ja.